Ich sag mal so, wunderschönen guten Tag. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem neuen Format Backflash. Und es werden einfach Backflash-Reaction-Styles aktiviert. Und wie man direkt merkt, komme ich direkt in die Festivalstimme. Ich werde direkt heiser. Die Stimme brutzelt, sie brodelt, sie knirscht, sie knarzt. Und wie der gute Pat in unserem Podcast auch gesagt hat, sehr schöner Begriff, Nostalgieschelle. So ist es auch bei mir. Ich liebe es sehr, mich in die alte Zeit zurückzubeamen. Um kurz die Leichtigkeit zu spüren, um kurz die Melancholie sich irgendwie reinzuziehen. Ich mag das sehr und ich bin nicht so ein Mensch, der so sagt, ey, früher war alles besser, aber ich liebe trotzdem diese Leichtigkeit, sich kurz abzuholen. Ja, wie der Begriff sagt, Nostalgieschelle, kurz abholen, Leichtigkeit, bam. Ich habe sehr viele Vlogs früher für Savage gemacht. Eigentlich so seit John Bello 2, jeder Vlog, so ziemlich jeder Vlog war eigentlich aus meiner Feder. Also den habe ich praktisch gefilmt, ungeschnitten. Gab auch einen oder anderen Tour-Vlog, der nicht von mir war, aber die meisten Dinger seit John Bello Soul 2 waren eigentlich von mir. Und irgendwie gibt es so viele Vlogs da draußen, ich kann mich an die gar nicht mehr erinnern. Und deswegen dachte ich, man muss die wieder so ein bisschen vielleicht zusammen sammeln in eine Playlist, darauf vielleicht ein bisschen reacten, die ein oder andere Side-Story dazu böllern. Ja, einfach so, wie ich es immer gerne sage, abschweifen. Und man muss ja immer so sagen, die ersten Male sind immer die krassesten so, ne? Also es ist ja oft so, egal was so, der Mensch gewöhnt sich leider sehr schnell an Dinge. So waren natürlich auch die ersten Festivals die krassesten. Oder die erste Tour, hatte ich auch schon mal im Podcast erzählt. Und heute habe ich einen Vlog ausgesucht. Splash 2012. Ja, Mann. Bam. Wie der Titel schon sagt, Kool Savas at Splash 2012. Behind the Scenes. Damals hat man gesagt, Behind the Scenes. Heute wird man es nennen Vlog. Okay, da muss man direkt, ich muss direkt stoppen. Da muss ich direkt stoppen. Auch eine Sache, weil ich vorhin gesagt habe, Dinge, die man zum ersten Mal getan hat in seinem Leben. Ich sage euch, wie es ist, und ich war auf sehr vielen Festivals dabei, auf sehr vielen Vlogs. Und warum ich jetzt aktuell auch nicht mehr dabei bin, weil man auch einfach, also ich muss sagen, ich bin einfach seit 3 Jahren, ich glaube, auf keiner Party mehr gewesen oder sonst was, ne? Ich glaube, die gute Corinna hat einen da auch ein bisschen ausgebremst, also mich zumindest. Und wie ihr seht, ich werde immer heißer. Ich bin praktisch drin im Festival-Feeling. Ich bin drin in dem Ding. Man steht am Rand und filmt und das die ersten Male, ey, war für mich wie Überfläche. Ich sage euch, wie es ist, ne? Wie gesagt, leider gewöhnt man sich an Dinge, aber allein schon an der Seite zu stehen und filmen oder ein Bierchen zu zwitschern oder irgendein anderes Kaltgetränk war schon immer sehr, sehr krasser Flash so. Splash 2012, 11 Jahre her, einfach ein Handschnips, Zeit vorbei. Es ist so verrückt. Weiter. Muss man auch dazu sagen, ey, ich werde wahrscheinlich im Sekundentakt immer mal wieder cutten. Ne? Wer das Behind the Scenes sich komplett reinziehen will, in der Videobeschreibung, Backflash React. Ey, ich muss einfach, Leute, Lasen gehen gerade, die Ruhe vor dem Sturm. Und das muss man sich so vorstellen, ey, wenn ich da dran denke, die erste, also ich habe direkt 25 Nostalgie-Schellen bekommen. Wir haben meistens, wenn wir auf dem Splash waren, hatten wir mehrere Wohnmobile. Und haben die so gestellt wie zu einem Camp. Die Wohnmobile außenrum, in der Mitte Grill, Tisch und so weiter. Und bei dem Splash 2012 war halt Savage plus Friends. Und da war, also ich sage euch, wie es ist. Und ich habe sehr viel erlebt und gesehen. Und das war legendär. So, wer auf dem Splash war oder wer vielleicht auch hier auf dem Campingplatz dabei war. Es war einfach, das war legendär. Wer da alles am Start war und man ist nochmal die Texte durchgegangen vor den Auftritten oder vor dem Auftritt. Es war einfach der Wahnsinn so. Ich habe das auch immer geliebt, diese Beats und schnellen Schnitte, dass man so reizüberflutet ist, ne? Dass man sehr viel sieht und denkt so, oh krass. Ja, Mann. Auch krass. Ey, Greetings an Lace. 11 Jahre her. Ich habe Lace lange nicht mehr gesehen, aber wie jung alle dann raus sind, ne? Wir sind auf dem Splash, Falk ist dabei. Man muss also dazu sagen, Falks Lache, wer es nicht richtig verstanden hat, Falk hat nicht gedacht, dass wir da gerade aufnehmen oder dass die Kamera überhaupt was einfällt. Man muss ja auch gestehen, mehr als Umrisse haben wir da jetzt nicht eingefangen. Ne? Aber die Kamera für damals war eigentlich schon ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob wir meine allererste Canon hatten. Ich glaube, meine allererste Canon war eine 550D. Und dann hatten wir irgendwann. Savage hat dann irgendwann die 5D geholt. 5D Mark II. Und ich glaube, das war die schon. Können wir bitte Falks seine Lache festhalten? Können wir bitte Falks Lache nochmal rewind my selector? Also, mein Name ist Bit Crazy. Ich bin DJ.
Fotograf, Videofilmer und ich habe eine Internet... Okay, man muss sagen, die Mucke hatte ich schon ein bisschen zu laut damals immer, ne? Oder manchmal. Also er sagt, er heißt Be Crazy. Um das kurz mal zu erklären, mein DJ-Name war, ich habe mit 13 angefangen aufzulegen, ich habe mich Be Crazy genannt. Aber B-C-R-A-Y-C. Ich habe es extra in die Luft gemalt, damit ihr es visuell nochmal euch reinzwibbeln könnt. Auf den Namen kam ich einfach mit 13. Ich fand das durchgestylt, nicht zu standardmäßig geschrieben. Ich habe eine Internetseite. Eine Internetseite, damit meint er wahrscheinlich True Culture Backflash. Da sieht man's. Genau, da haben wir es so ein bisschen gegenübergestellt. Auf der Bühne die Leute und davor auf dem Zeltplatz. Ne? Es war einfach, wie vorhin erwähnt, es war einfach legendär. Und es war in dem Moment, war das schon Film. Ne? Also es war nicht, dass man da einfach nur hing und sagt, oh, okay. Sondern man hing und wusste, okay, das, was da gerade passiert, ist einfach endkrass. Ne? Und wie gesagt, meine Stimme wird immer heißer. Ich werde immer heißer. Die Festivalstimme zwiebelt rein. Wenn ich da schon, warte, ich mach die Augen zu und sitze da. Es war einfach, ja, Mann. Das ist 11 Jahre her. Das ist verrückt, Mann. Wie gesagt, da ist jeder nochmal irgendwie sein Verse durchgegangen, nacheinander. Es war einfach, Leute, was soll ich euch sagen, Mann? Tone, auch mit dabei auf der Bühne. Ich habe viele von diesen Videos lange nicht mehr gesehen. Und allein das, sich reinzuziehen, ist einfach Backflash. Warum ich das alles so reactionmäßig mache, um die Sachen nochmal irgendwie so aufleben zu lassen, um den Sachen vielleicht nochmal so ein bisschen eine Statue zu bauen, um den Vibe nochmal aufzufrischen. Ja, Mann. Und noch dazu auch vielleicht zu sehen, dass es einem damals ein ganz anderer Vibe war. Ich war lange nicht mehr auf dem Splash. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie so der aktuelle Vibe ist, so, ne? Ich glaube, mittlerweile ist mehr so Moshpits, ein anderes Durchdrehen. Ist auch nice. Es ist ein Wachstum, ne? Es ist ja ein Fortschritt. Es geht voran. Wäre schlimm, wenn alles jedes Jahr gleich wäre, so, ne? Aber ich glaube, wahrscheinlich würde es mich so ein bisschen kulturschocken, wenn ich mittlerweile wieder auf ein Festival gehen würde, weil es halt der Vibe anders ist. Wahrscheinlich müsste man sich dran gewöhnen und sich drauf einlassen. Aber ich denke, das ist schon ein bisschen anders, auch was die Künstler angeht auf der Bühne. Ich denke, da wird mittlerweile auch mehr mit Playback und so gearbeitet. Aber schreibt das gerne in die Videokommentare. Ich weiß nicht, warum ich das immer dazu sage, aber ich möchte nicht, dass man so, damals war alles besser Film oder dass es so rüberkommt, sondern kurz eintauchen, abschweifen, Leichtigkeit, Gefühl von damals, wieder da sein. Bam, schön, I like. Ja, Mann. Allein die 1 Minute 43 ist ein praktischer Nostalgie-Schellen-Urwald. Hier zum Feuer muss man auch sagen, man glaubt nicht, was die Dinger für eine Hitze wegböllern, ne? Also hier, Sava steht schon sehr weit vorne. Wenn du am Rand stehst und filmst, sage ich euch ganz ehrlich, merkst du eine massive Hitze. Also das da vorne, würde ich sagen, ist so ein Spiel mit dem Feuer. Okay, genau. Ich glaube, jetzt werden nochmal alle aufgezählt, wer alles auf der Bühne war. Es war einfach... Was soll ich sagen? Ganz wichtig, Leute. Dankbar sein, wirklich. Ich sehe es auch jetzt. Man vergisst so viele Momente, wirklich, Mann. Und das ist einfach, ich glaube, diese Vlogs oder Videos, ich glaube, deswegen mache ich es auch. Dankbarer zu sein, was man schon alles gesehen hat, was man erleben durfte. One Love und Savage, wirklich für jeden Moment. Adi Valio, Curse, Mo Mitchell, Automatik, Alpagan, Tone. Ey, und eine Sache auch noch zu diesem Sound am Ende, dieser... Ne, war jetzt komisch nachgemacht, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, den habe ich jahrzehntelang benutzt, bis Savage jemand gesagt hat, so, ey, willst du da nicht einen anderen mal nehmen? Also das war nice, aber können ja wechseln. Und dann habe ich erstmal gemerkt, ey, ich war einfach nur auf diesen Sound festgefahren. Also kommt alles so krass reingeflogen, so episch mäßig, so, ne? In diesem Sinne, das war's, die neue Formatlichkeit. Backflash. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt. Ob es irgendwelche Videos gibt, die euch backflashen. Irgendwelche Konzerte, sonstige Styles. Wart ihr vielleicht auf dem Splash 2012 am Start? Bis ganz bald auf jeglichen Kanälen. Nostalgie, Schellen, Modus, Backflash, Reaction Styles. Bleibt gesund. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal habe ich meine Festivalstimme wieder weg. Ahoi.